Warum du als E-Commerce-Unternehmen deine BWA vom Steuerbüro eigentlich auch direkt zerreißen kannst. Das hat ein paar Gründe, warum viele ihre BWA nicht sauber dargestellt bekommen, warum die falsch ist, warum die keine Aussagekraft hat und warum die einfach eigentlich wieder zerrissen werden kann. Wir geben denen jetzt einmal auf den Grund, warum das so ist, wie du das für dich fixen kannst und wie deine BWA für dich auch zum Controlling-Instrument werden kann. Damit herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Giebenrath. Ich bin externer CFO, also Finanzchef für diverse Wachstumsunternehmen in Deutschland, darunter sehr, sehr viele E-Commerce-Unternehmen. Wir betreuen viele E-Commerce-Unternehmen und wir fixen hier immer zuerst mal das Rechnungswesen. Denn aus dem Rechnungswesen kommen die Zahlen in die Buchhaltung halt und entsprechend kann man mit diesen Zahlen im Controlling auch arbeiten. E-Commerce ist super zahlenlastig und extrem zahlengetriebenes Geschäftsmodell. Das ist hier nichts mit Schubidu und Bauchgefühl und hin und her. Das ist von Anfang an zahlengetrieben. Und gerade wenn du dein Unternehmen normal führen willst, wenn du Rentabilität haben möchtest, wenn du Geld verdienen willst und wenn du auch wachsen möchtest, dann musst du deine Finanzen einfach im Griff haben. Die BWA ist eins der wichtigsten unterjährigen Informationsquellen für dich. Und wenn diese nicht richtig ist, dann hast du ein großes Problem. Und für über 80% der E-Commerce-Unternehmen, die zu uns kommen in die Betreuung als im CFO-Service, da ist die BWA einfach schlichtweg falsch. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich zeige dir mal, woran das meistens liegt. Der Punkt Nummer eins, woran das meistens liegt, ist die falsche Materialabgrenzung. Und dadurch, dass Materialkosten im E-Commerce-Unternehmen, was Einkauf, Verkauf ist, ein riesengroßer Punkt ist, also der Wareneinkauf, dadurch sind die meisten BWAs komplett zerschossen. Ich zeige einmal, worum es hier an sich geht. Und zwar hast du als E-Commerce-Unternehmen, wenn man sich jetzt die BWA anguckt und die Struktur der BWA anguckt, hast du deine Umsätze, deinen Materialaufwand und das ist dann entsprechend der Rohertrag oder Deckungsbeitrag 1. Das ist jetzt mal so, das steht oben auf in den BWAs drin. Ne? Das sind so die ersten Zeilen, die da entsprechend sind. Und jetzt hast du deine Werte und jetzt schwankt das. Ne? Jetzt hast du die Umsätze, machst zum Beispiel, keine Ahnung, 200.000 Euro Umsatz hier in der Periode 1, Periode 2, Periode 3, Januar, Februar, März, was auch immer, 200. Hast dann hier zum Beispiel 100.000 Materialeinsatz und hast dann hier 100.000 Rohertrag. Soweit, so einfach. Im nächsten Monat machst du vielleicht 210 und jetzt hast du hier auf einmal 50.000 Euro Einsatz. Ne? Also hast du hier 160.000 Euro plus. Im nächsten machst du 220 Umsatz, hast dann hier auf einmal 240.000 minus 20.000 Euro. So kann das bei vielen aussehen. Das ist halt eine Achterbahnfahrt hier durch den Rohertrag, was einfach komplett falsch ist. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass der Steuerberater unterjährig meistens die Materialkosten so definiert, dass das einfach der Wareneinkauf ist. Du kaufst im Januar für 100.000 Euro ein, klatscht hier 100.000 rein. Du kaufst im Februar für 50.000 Euro ein, hier 50. Und hier für 240, dann steht das hier. Aber hier, was hier nicht berücksichtigt wird und was die meisten eben falsch machen, warum die BWA zerreißen kannst, es fehlt die Betrachtung vom Lager. Das bedeutet, wie verändern sich denn die Vorräte bei dir im Lager? Weil es kann jetzt sein, dass du für 200 einkaufst und für 100 und quasi du auch das exakt der Einsatz ist. Das bedeutet, du hast immer, wenn du hast ein Produkt, was du für 100 Euro verkaufst, kaufst es für 50 Euro ein, hast 50% Marge. Wenn jetzt Rabatt gibst, ist es niedriger, ne? Und wenn du eine Preiserhöhung hast, ist es dann teurer. So, das kann hier sein, dass das hier der richtige Stand ist. Das heißt, du hast eine Wareneinsatzquote von 50%. Das bedeutet, wenn du hier auch für 100 eingekauft hast und für 100 Ware verbraucht hast, dann ist die Lagerveränderung auch plus minus null. Das Lager war zum Beispiel am Anfang bei 300.000 und ist am Ende auch bei 300.000. Keine Veränderung, weil 100 wurden eingekauft, 100 wurden verbraucht und es ist entsprechend dabei geblieben. Das heißt, die Rechnung ist 300 plus 100 minus 100 ist gleich 300. So, soweit so einfach. Jetzt kommt der nächste Monat. Und jetzt siehst du hier, du hast für 210.000 Euro verkauft, 50.000 Euro Wareneinsatz oder Wareneinkauf, was falsch ist. Und dann steht hier ein großer Gewinn. Aber die Betrachtung des Lagers muss hier rein. Das bedeutet, du hast 300.000 auf Lager zum Start. Du hast 50.000 Euro eingekauft, aber du hast hier bei 50% Wareneinsatz minus 105.000 Euro
an entsprechenden Lagerverbrauch. Damit haben wir hier die 300 plus die 50 minus die 150, die 145. Das heißt, das entspricht einer Lagerveränderung von minus 55k. Soweit. Und das bedeutet, diese 55, die müssen jetzt in diese Position addiert werden. Plus 55, weil das hier entsprechend die Lagerveränderung ist. Das heißt, hier steht dann 105 und damit steht hier auch nicht 160, sondern 105. Und dann haben wir wieder einen korrekten Wert. Gleich ist dann hier, du startest mit dem Lager 245, hast hier einen entsprechenden Einkauf auf einmal von 240.000 Euro plus 240, hast aber nur 110 verbraucht. Das bedeutet, bist hier bei 385 sind bis bei 375 am Ende. Entsprechend hat sich das Lager hier verändert um plus 130k. Das bedeutet hier, wenn hier ein Plus ist, steht hier ein Minus, 130k. Das bedeutet, der korrigierte Wert sind hier 110.000 und nicht das. Und damit haben wir dann hier nicht minus 20, sondern wir haben 110. Und damit haben wir eine kongruente Entwicklung vom Rohertrag und jetzt ist die BWA entsprechend richtig abgegrenzt. Das bedeutet, du brauchst im E-Commerce nicht nur also unterjährig musst du dein Steuerbüro disziplinieren, den Materialbestand richtig abzugrenzen. Das bedeutet, du brauchst bei dir die Prozesse intern, die dafür sorgen, dass dein Lager richtig geführt wird, eine Warenwirtschaft. Das kann auch in der Excel laufen am Anfang, aber du brauchst ein Warenwirtschaftssystem quasi, wo du Inventurwert hast vom letzten Jahr plus die minus die Absätze, die Absatzzahlen plus das, was du eingekauft hast und damit kannst du errechnen, was jeden Monat da drin steht. Das braucht das Steuerbüro, damit es jedes Mal den Warenbestand richtig rechnen kann und dann eben eine saubere Materialabgrenzung vornehmen kann. Ansonsten ist deine Aussagekraft komplett dahin und nur so kannst du dann auch wirklich sagen, jo, und jetzt sind meine Fixkosten bei 80.000 Euro, ich habe 20k Gewinn zum Beispiel. Und jetzt kann man anfangen zu optimieren, weil wenn du keine Aussagekraft da drin hast, die willst du was optimieren, wo du keine Ahnung von hast, wie eigentlich der Stand ist. Das funktioniert nicht. Du kannst nur deine Gewinne steigern, du kannst nur deine Liqui steigern, wenn du eben auch Klarheit transparent in den Zahlen hast. Wenn deine BWA so aufgebaut ist, dass die hier solchen Schwankungen unterliegt, dann musst du gar nicht erst optimieren, weil es heißt ja, du darfst nichts optimieren, was du nicht messen kannst. Also das Messen im E-Commerce, im Finanzcontrolling, ist die BWA unterjährig, die schnell und richtig da sein muss. Deswegen ist das Thema so wichtig. Ich hoffe, das ist hier einmal verstanden, denn so muss es aufgebaut sein. Ansonsten kannst du es gleich sein lassen. Und wenn du weiter professionell skalieren willst, hast du keine Chance, dies zu tun. Ich hoffe, das war hilfreich. Gib dem Ganzen einen Daumen hoch, wenn das bei dir wahrscheinlich der Fall sein wird. Oder wenn du es mal gecheckt haben willst, ob das der Fall ist und was du dagegen tun kannst, melde dich unter www.rg-finance.de zur kostenlosen Erstberatung und wir schauen uns deine BWA nach einer Vertraulichkeitsvereinbarung gerne einmal gemeinsam an.